über Nachtschwärmer da draußen und willkommen zurück zu Trashy Pasta. Den wohl trashigsten Pasten, bei denen natürlich auch der liebe Gordon Ramsay sagen würde, it's fucking raw. Und heute haben wir wieder zwei Pasten für euch rausgesucht. Lecker, lecker. Und genau, wie ihr schon richtig hört, der gute Lucius Snape ist auch wieder mit dabei. Hallo. Hast du eventuell noch ein paar Kaninchenbabys? Nein. Okay. Schlechter anmachen natürlich. Heute haben wir übrigens ein kleines Special für die süße Audience da draußen, nicht wahr? Ja, natürlich. Zwei besonders gute Pasten. Und zwar in der, wer kennt sie nicht, die berühmte Woofy-Series. Die ist aus der Pilotenstaffel raus und ist mittlerweile schon in die zweite Season gegangen. Ihr habt richtig gehört, Woofy, unser aller Lieblingsserie. Hund. Ja. Only you can prevent Woofy. Hier seht ihr übrigens den ersten Teil. Wie gesagt, das war die Pilotenfolge. Fortsetzung folgt und es hat nicht gelogen. Es ging tatsächlich weiter. Beide sind in den Löschanträgen gelandet. Und ja, wenig später kam Woofy, der Plüschtierhund Teil 2. Und wie ihr schon sehen könnt, die ist ein bisschen länger, aber es hat sich eine Sache nicht geändert, weil es gibt ja immer so eine Sache, die man immer beibehält. Ja? Seien es Charaktere oder Cliffhanger. Hier in dem Fall Wall of Text. Das ist in beiden gleich geblieben. Ist eigentlich bei Teil 2 Fortsetzung folgt? Oh ja. Also eventuell werden wir dann auch noch mit Teil 3 beehrt. Wäre auf jeden Fall gar nicht mehr so schlecht. Wobei, dadurch, dass beide jetzt hier in Löschanträge gelandet werden, halte ich das mal für nicht so... Und in bester Trashy-Pasta Tradition? Ja. Würde ich sagen, beginnt... Mein lieber Co-Kommentator, der Süße, Alfonso. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut, und Teil 3 gibt es leider nicht, aber es geht los. Okay. Woofy, der Plüschtier. Ah, fuck, ist das scary, ey. Woofy, der Plüschtierhund. Hallo. Ich muss einfach mal jemandem sagen, was uns passiert ist. Ist übrigens natürlich vom Adel. Ja, wer auch immer er heißt von irgendwas, deswegen spricht er natürlich von sich im Plural. Mein Kumpel, ja, da hat er sich so auf unsere Ebene begeben. Weißt du, normalerweise ist er sophisticated, aber jetzt gedacht, ja, gehen wir mal runter auf das Level von den Bros, von den Betas. Mein Kumpel Harry und ich waren gerade bei ihm, um was für die Arbeit zu besprechen. Harry Mason. Harry Potter. Ihr müsst wissen, Harry ist noch sehr kindisch und hat einen Plüschtierhund. Ich habe mich von diesem Plüschtierhund immer beobachtet gefühlt. Ja, wenn er den immer so platziert, dass er auf ihn zuschaut, dann ist das logisch. Nein. Harry hat mir seinen Vorschlag für die Arbeit präsentiert und ich habe zugehört. Pass auf, ja, wir könnten lernen dafür. Okay, für die Arbeit. Ein Vorschlag und er hat zugehört, das finde ich schön und nett. Ist vielleicht von einer, von Warcraft 3 Einheiten. Für die Arbeit. Arbeit. Aber auf einmal habe ich im Augenwinkel gesehen, wie der Plüschtierhund sich bewegt hatte. Ich habe natürlich gedacht, dass ich es mir nur eingebildet habe. Dann habe ich es wieder gesehen. Harry hat gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmte und fragte, hey Tim... Alles klar. Vielleicht ein bisschen näher kommen oder so? Soll ich dich trösten? Ich starte ihn an und sagte nach einer gefühlten Stunde, ja klar, warum fragst du? Harry sagte daraufhin, weil es so ausgesehen hat, dass du vor irgendetwas Angst gehabt hättest. Musst du doch nicht. Ich kann ihn auch wieder einpacken. Ach so, ich habe für einen kleinen Moment gedacht, der Plüschtierhund bewegt hat. schlechte Grammatik, aber ja, so nenne ich ihn auch. Habe ich daraufhin gesagt. Er sagte, Woofy bewegt sich doch nicht. Er ist doch leider nur ein Plüschtier. Im Ernst jetzt, du Groß, hast diesem Stofftier einen Namen gegeben?
Er sagte daraufhin nur, du weißt doch, dass ich kindisch bin. Ah, ist das doof, ey. So habe ich auch argumentiert damals. Weißt du, dass ich kindisch bin? Wir haben weiter über unsere Arbeit gesprochen, vor allem wer wieder mit wem gefickt hat. Und auf einmal hat sich dieses Ding wieder bewegt. Aber diesmal hat es Harry auch gesehen und sagte, ey, ich habe es auch gesehen. Keine Ahnung, so wie das geschrieben ist, kann ich mich voll in die Story rein vertiefen. Was hast du gesehen? Fragte ich. Dass sich Wuffy bewegt hat. Siehst du, ich habe es doch gesagt, aber du wolltest es mir nicht glauben. Ja, so argumentiert man tatsächlich. Mein Kumpel hat den Plüschtierhund daraufhin im Keller getan. Was? hat den Plüschtierhund daraufhin im Keller getan? Okay. Dankeschön, Deutschrap an dieser Stelle. Am nächsten Morgen klingelte auf einmal das Telefon. Es war Harry. Er war ganz hysterisch und brüllte. Ach Gott, nein! Ey, nein! Nein! Hat er nicht. Komm. Du bist. Das ist ein Punkt. Nein. Doch. Digga. Der Hund steht auf einmal wieder auf meinem Regal. Nicht im Regal, sondern auf dem Regal drauf. Junge! Auf meinen, ey. Ja. Auf meinen. Ey, was hast du vor? Hilfe. Hallo, hey, Harry, alles gut? Harry. Hey. Fortsetzung folgt. Bevor wir Kommentare lesen, es hat mich gefesselt. Weiterlesen. Kein Kommentar, gleich weiter. Eigentlich, und Teil 2. Nachdem er mit Digger ankam, hätte ich eigentlich von dem anderen Typen, dessen Name nicht erwähnt würde, beginnt, hätte ich dann erwartet, dass er sagt, was los, Digger Arman? Wir werden gucken, wie wir labern. Okay. Okay, dann machen wir da am besten die Kommentare. Machen wir dann direkt nach dem zweiten Teil, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich. Weiter. Direkt. Moment, eine Sache wollte ich noch schauen. Ja, Kategorie schockierend, das Ende fehlt, weil das war definitiv schockierend. Alles ist gut, wir müssen, weißt du, normalerweise bei Serien muss man immer, keine Ahnung, eine Woche oder so warten, bis es weitergeht. Hier gibt's direkt im Anschluss den echten Teil, verdammte Axt. Nach diesem kleinen Intermezzo, kleiner Scherz. Wuffy, der Plüschtierhund, Teil 2. Würde ich sagen, fange ich dann an, ne? Ja. Nachdem Harry mich angerufen hatte, bin ich sofort zu ihm gefahren. Wenn ich heute darüber nachdenke, war das eine echt schlechte Idee. Ich wollte Harry aber unbedingt helfen. Als ich bei ihm angekommen bin, habe ich wie wild geschellt, aber natürlich hat keiner aufgemacht. Sagt das einer noch heutzutage, dass man wie wild geschellt hat? Könnte auch in dem Fall natürlich eine schlechte Schleichwerbung für die Tankstelle sein. Als auch nach 5 Minuten keiner aufgemacht hatte, habe ich die Scheißtür einfach eingetreten. Ah, scheiße, geil, ey. Das ist auf jeden Fall nicht der Bad Boy. Ich habe Kampfsport-Erfahrung und habe gedacht, was kann mir so ein kleiner Plüschtierhund schon anhaben? Oder so eine Scheißtür. Ich habe mich überall umgeguckt. Schön. Das ist eine schöne Wohnung. Zum Schluss ging ich in die Küche, machte mir ein Sandwich. Da habe ich auch noch einen Zettel gefunden, wo drauf stand, Hallo Tim, ich habe gewusst, dass du kommst. Ich habe Harry entführt. Großartig. Habe Harry entführt. Wenn du nicht innerhalb von 7 Tagen findest, ist er tot. Und dann hole ich dich. Ach ja, bring mir noch ein Sandwich mit. Wenn du meinst, dass du mich mit deinen Kampfsporterfahrungen besiegen kannst, dann irrst du dich gewaltig. Also ist echt ein echter Batman, also Bad Boy, ne? You can rather have my dog.
Aber ich finde es schön, wie das alles noch angemerkt wird. Übrigens, mein Freund ist total kindisch. Ich bin noch kindisch. Ach, übrigens, ich habe Kampfsport-Erfahrungen. Aber glaub bloß nicht. Bringen nicht. Genau. Ich bin immerhin noch ein Hund. Und gegen einen Hund hilft keine Kampfsport-Erfahrung. Mhm. Famous last words. Wer kennt es nicht aus Goethe, ne? Aus seinem Intermezzo in Faust. Ich bin immerhin noch ein Hund. Und gegen einen Hund hilft keine Kampfsport-Erfahrung. Ich war kurz geschockt, nur kurz, nicht für lange Zeit, und habe gar nicht gemerkt, wie jemand in das Haus kam. Als ich mich umdrehte, stand die Polizei mit gezückter Waffe hinter mir und sagte: Polizei, Hände hoch und legen Sie sich auf den Boden. Assume the position. Los raus, da gleich rumst es. Als ich im Polizeirevier war, sagte ich, dass ich meinen Freund schon lange nicht mehr gesehen hatte und ich mir Sorgen machen würde, dass ihm irgendetwas passiert ist. Ja, seit ein paar Stunden hat er ihn nicht mehr gesehen. Wow. Ich musste meine Tränen zurückhalten. musste meine Tränen unterdrücken. Hab noch einen Brief geschrieben. Sorry, ich muss gerade weinen. Sie sagten, dass sie nach ihnen suchen würden. Nach ihnen. Kommt er aus dem Osten? Ja, ich suche nach ihnen, ja. Nach Ina wahrscheinlich, ist eine Freundin von ihm. Ich bin nach Hause gefahren und habe die ganze Nacht überlegt, wo dieser Köter meinen besten Freund versteckt hält. Das ist so keine Spannung dabei, ohne Scheiß. Um 5 Uhr, genau um 5, bin ich dann aber eingeschlafen. Gott sei Dank hatte ich Urlaub. Was? Da werden halt Sachen einfach gesagt, die absolut überhaupt keine Relevanz haben. Nee, er muss nicht zur Arbeit. Das heißt, er hat die 9 Tage Zeit zum Suchen. Ich bin um 7. Ich bin um 9 wieder aufgewacht. Schön. Kaum war ich wach, schon habe ich mir wieder Gedanken gemacht, wo mein bester Freund sein könnte, weil ich nämlich nur noch 6 Tage haben würde. Ich habe jede Firma, die ich... Dankeschön, dass du uns sagst, wo du wohnst. Wieso eigentlich jede Firma? Aber egal. Ich habe jede Firma, die hier in Bocholt ist, aus dem Internet gesucht und habe... Aus dem Internet... Warum gehst du nicht einfach vor die Tür? Das wäre die leichtere Variante. Und habe überlegt, in welche Firma Harry mit dem Köter wäre. Warum sollte er überhaupt in der Firma sein? Wie wär's denn mit dem Wald? Boah, der stinkende Mann also, wahrscheinlich irgendwo rumlungert. Ich habe mal hier Infos geholt. Bocholt ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja. Direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Mhm. Und da kam auch natürlich noch, da habe ich natürlich die Bocholter Borkener Volksblatt-Nachrichten gelesen, ne? Und da stand gleich also, dran. Sind die Blatts da vertreten? Ja, drei. Drei leicht Verletzte bei Zusammenstoß mit Wohnmobil. Vielleicht hat das ja was mit der Geschichte zu tun. Was? Ein Hund am Steuer? Jemand hat das Tor aufgelassen? Ich war mir sicher, dass Wuffy ihn nach Karstadt gebracht hat. Natürlich. Weil in Karstadt in 6 Tagen abgerissen werden sollte. Ja, klar. Natürlich. Eine Stimme sagte mir: Komm, Tim, fahr jetzt sofort nach Karstadt und bring Wuffy um. Aber die andere Stimme sagte, der Kenner ist ein Hund und hat wahrscheinlich noch einen fucking Dämon in sich. Der hat bestimmt das fucking GTA Vice City auch noch dann gehackt, ey. Wenn er will, zerfleischt er dich in 1000 Stücke, bevor du überhaupt in der Nähe von Henry bist. Henry. Naja, Harry. Überlege dir lieber eine Strategie, damit du ihn fettig machen kannst. Einmal in die Pfanne rein. Ich habe natürlich auf die zweite Stimme gehört, weil ich nicht sterben wollte. Ja, ist pragmatisch. wehe, der nennt die Strategie jetzt nicht, dann werde ich ein bisschen sauer. Ich habe mir als eine Strategie überlegt, wie ich Wuffy besiegen könnte. Ja.
Wenn ich nicht gesagt oder was? Mittlerweile sind, nee, anscheinend nicht. Mittlerweile sind 3 weitere Tage vergangen und jetzt sind es nur noch 2 Tage. Was? Ja, macht Sinn. Ich habe in dieser Zeit kaum geschlafen, weil ich mir nur gedacht habe, Scheiße, wie geht es jetzt wohl Harry? Wie wäre es, wenn du da hingehst? Weil du hast uns in dem Fall nicht gesagt, ob deine Strategie wirklich so lange braucht, bis du sie ausgefeilt hast. Ich hoffe, ihm geht es gut und Wuffy hat den noch nichts angetan. Also, weil Buchholz so nah an der Grenze zu den Niederlanden Ist? liegt, würde ich mal liegt, sag nicht ist, ist, Ist. mache ich mit Essen. In der Stadt. Ja, ich. Ja? Ja, ich habe mir gedacht, dass sie alle bekifft sind in der Geschichte und dass sie sich das nur einbilden und das kommt auch als Auflösung raus in der nächsten Geschichte. Oh mein Gott, ist sie ja noch lang. In Teil 3 kommt es dann. Ich hoffe, ihm geht es gut. Und Wuffy hat denen noch nichts getan. Ich schwöre, wenn der ihm irgendetwas angetan hat, bringe ich ihn um. Können wir einen kleinen Jingle haben? Din, 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 din. Währenddessen bei Harry. Ey, binde mich endlich los. Du hältst mich jetzt schon seit 5 Tagen fest. Wie gut sie das zusammengefasst. Warum? Warum ich? Was habe ich dir getan? Fragte Du Harry, bist kindisch. großgeschrieben fragte. Was du getan hast? Wuff. Du hast mich nie wirklich beachtet. Ich dachte, du würdest mit mir spielen. Wuff. Aber nein, der scheiß Tim war dir immer wichtiger. Ich wusste, dass that escalated quickly. Ich wusste ja nicht, dass du in echt lebst. In echt jetzt? Ich hab gedacht, du bist nur ein Spielzeug. Hast mich doch nur benutzt. Ich wusste ehrlich nicht, dass Spielzeuge leben. Da hatte Toy Story ja doch recht. Ach Gott, ist das schlecht, ey. Vor allem was zäh, was? Ey, machst du dich gerade über mich lustig oder was? Warte, ich schau mal, was rauskommt, wenn ich zäh eingebe. Ich will nach zäh suchen. Dann kommt Dann vielleicht komme ich Sam. auf. Es gibt einen Hashtag und Twitter namens zäh. Mit TZ oder was? Ja. Barack Obama folgt Renate Welkenbach. Müde bin ich, Schubidu. Von wegen Hashtag zäh mit TZ. Okay. Eindeutig CSU. Natürlich leben Spielzeuge, alles lebt. Lebt die Schule. Harry war etwas übermütig, deswegen sagte er: Okay, du Scheißköter, jetzt reicht es mir, bind mich endlich los, sonst. Sonst was? Was willst du mir schon anhaben? Du kannst gar nichts, du Bohnenstange. Gott, ist das echt scheiße, ey. Wuffy nahm eine Säge, die auf dem Tisch war. Das war sein Ausflug anscheinend Richtung Schwabenland. Und sagte mit ruhiger Stimme: Wenn du jetzt noch einmal Faxen machst wie ein Clown im Büro, bringe ich dich jetzt sofort um. Also, aufm, sagt man doch nicht nur bei mir im Schwabenland, sondern auch woanders sicherlich. Naja. Warum willst du das, Tim? Warum willst du, dass Tim hierher kommt? Hin. Er hat mit dieser ganzen Sache doch nichts zu tun. Ja, das und noch. Und. Halt die Fresse, weil er mir meinen einzigen Freund weggenommen hat. Weißt du, ich dachte immer, ich wäre dein bester Freund. Dann musste ich letztens aber hören, wie du zu dem gesagt hast, dass er dein bester Freund wäre. Und das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe nämlich gar keine Freunde. Wer hat das jetzt gesagt eigentlich? Wuffy natürlich. Also ja. Wuffy stand kurz vorm Weinen und wurde immer und immer wütender. Ich werde diesen Typ umbringen, damit du weißt, wie es ist, seinen besten Freund zu verlieren. Einmal sagte Harry, Harry? jetzt weiß ich, warum du das machst und ich kann dich verstehen.
Ich wäre auch sauer, wenn mein vermeintlich bester Freund doch einen anderen besten Freund hat. Ich habe Was? einen Fehler gemacht. Ja, natürlich. Was? Natürlich meinte Harry das nicht so. Er wollte aber das Vertrauen. Ach, danke schön, dass du uns für komplett bescheuert hältst. Das Vertrauen von Wuffy erreichen, damit er ihn davon abhalten konnte, ihn und Tim umzubringen. Wuffy sagte, wirklich? Wuff, wuff. Ich hätte jetzt gedacht, du hältst mich für einen Psychopathen, nicht einen, und sagst, dass ich jetzt übertreibe. Harry dachte, natürlich übertreibst du, du Scheißköter. Währenddessen bei Tim. Na du. Hey, Sachen. Was? Ich bin gerade in der Zeit. Währenddessen mal Tim. Oh, schon 22 Uhr. Zeit für einen Egal. Krabbenburger. Egal, 30 Minuten kann ich ja noch überlegen. Genauso funktioniert das nämlich bei Plänen oder bei Strategien. Man denkt sich so, ja, okay, in 30 Minuten will ich die Strategie haben. Natürlich, ja klar. Also, wie kann man. Ey, hat er jetzt 5 Tage überlegt oder was? Also, wie kann man Hunde am besten außer Gefecht setzen? Mal im Internet gucken. Okay, Moment, ich habe mir gerade eine kleine, tatsächlich habe ich eine kleine Nachricht bekommen, deswegen kurzes Intermezzo. Warte. So, weiter geht's. Achso, ja, das hast du ja gehabt. Zeige keine Angst vor dem Hund. Na, das hilft eh nix. Der zweite Tipp ist, dass man sich starr machen soll und sich nicht bewegen soll. Das steht nirgendwo. Steif machen und nicht bewegen, das ist doch ein alter Tipp. Das hilft Trick auch 17. nicht. Wenn er mich dann noch leicht angreifen könnte. Oder töten könnte, und das will er ja nicht. Der dritte Tipp ist, nicht wegzurennen. Keine Sorge, ich werde nicht wegrennen. Hunde sind sowieso schneller. Vierter Tipp. Ein Tipp, wie man Hunde schnell außer Gefecht setzen kann, ist wegrennen, oder was? Nicht wegrennen. Ne? Achso, ja, okay. Vierter Tipp. Lenke ihn mit anderen Gegenständen ab. Bin mir nicht wirklich nicht sicher, ob der Köter sich wirklich ablenken lässt. Fünfter Tipp. Gib ihn mit befehlender Stimme Befehle. Mit befehlender Stimme Befehle geben. Und zeig ihm, wer der Boss ist. Als ob das was bringt, der Köter hat meinen besten Freund entführt, als ob er sich dann Befehle geben lässt mit befehlender Stimme. Sechster Tipp: Wenn er dich angreift, musst du dich körperlich wehren. Warren. Ah, das hört sich ja schon mal gut an. Achso, aber ja. Klein weitergeschrieben ist auch gut. Trete oder schlage ihn am Hals, das kann dazu führen, dass. Wie willst du das bei einem Hund hinkriegen, wenn er mit der Schnauze zuerst ankommt? Das kann dazu führen, dass er für kurze Zeit benommen ist. Achter Tipp. Setze dein Gewicht ein und setz dich mit dem Knie auf den Hund, auf dem Hund. Hat er sich schon mal mit einem K9 irgendwie geprügelt oder so? Das klingt irgendwie stark danach. Coyote Peterson hat's versucht. Die letzten zwei Tipps scheinen richtig gut zu sein. Jetzt komm! Können wir den Song von Tupac Violence kurz einspielen? Neunter Tipp. Die stell dich tot. Ja, das ist der Trans-Pacific Pact. Das PPP? macht ja Trump mittlerweile. Er will ja aussteigen aus dem TPP. Und da kann man quasi sagen, Amerika stellt sich tot von dem Vertrag, ja. Transpazifische Partnerschaft. Trans-Pacific Pact, ja. Sag ich ja. Partnership. Nein! Es ist TTIP. Das mache ich nicht. Ja, bei Titi. Das mache ich nicht, denn er ist leider nicht dumm. Er würde das bestimmt merken. Er ist ein Plüschtierhund, natürlich ist er nicht dumm. Eben. Und jetzt der letztere Tipp. Verlasse die Gegend langsam und vorsichtig. Nein, dann tötet er mich.
Doch auch sofort. Sie, raus aus der Stadt. Die einzigen, die einzigen Tipps, die sich einigermaßen gut anhören, sind 7 und 8. Wer hätte es gedacht? Ja. Tim wurde richtig müde. Nicht nur ein bisschen müde, richtig müde. Wie spät es jetzt wohl ist? Jetzt? Wie spät ist es wohl jetzt? Was? 2.30 Uhr. Jemand hat das Tor aufgelassen. Ich gehe jetzt lieber schlafen. Das ist so bescheuert, ey. Morgen wacht. So doof. Wachte Tim durch einen Albtraum. Warte, durch einen Albtraum auf. Er hatte geträumt, dass Wuffy und ihn und Harry töten würde. Punkt. Es war 8 Uhr. Morgen ist es soweit. Morgen muss ich mich auf Wuff, muss ich mich Wuffy stellen und gegen ihn kämpfen. Moment, merkt er eigentlich selber, wie blöd sich das anhört? Es hieß, yo, Junge, du hast 8 Tage Zeit, um mich zu finden. Nicht, du musst mich am 8. Tag gefunden. Ja, vor allem, wer sagt denn, dass er im Karstand ist? Das ist ja weiterhin nur eine Vermutung. Ich kann mir vorstellen, wie er wie ein Vollidiot durch den Karstadt läuft und er einfach drauf geht, während das abgerissen wurde und die sind in einem ganz anderen Gebäude und denkt sich ja, what the fuck? Oh mein Gott, ey. Vor allem, er ist durch einen Albtraum aufgewacht und dann war 8 Uhr und er ist aufgewacht, ja, super. Ich hoffe, ich habe wenigstens eine kleine Chance gegen ihn. Was sind das überhaupt für Sätze? Ich schaffe das schon. I think I can. Sonst werden Harry und ich umgebracht. Tim übt da an seinen Boxsack. Was ist denn mit dem Typ und den N&M? What the fuck? Mehr M&Ms essen, sprichwörtlich, ey. Er tritt und schlug so feste, wie es feste. Ging gegen den Boxsack. Und wurde immer wütender. Ich mache das auch immer, vor allem auf Festen mache ich das ganz gerne. Er schlug so heftig zu, dass der Boxsack kaputt ging. Ja, das sind wieder so nichtssagende Sätze, super. Auf einmal fiel Tim ein, dass er einen Kumpel hatte, der schon seitdem er klein war, gesagt hatte, das Spiel sollte doch auch leben. Warum wird es uns jetzt gesagt? Sein Name ist Sam. Der wird bestimmt keine Relevanz mehr haben. Sam konnte 3 Kampfsportarten: Karate, Taekwondo und MMA. Warte. Und keine davon richtig. Ist das nicht MDMA? Was? Du meinst nicht MMA, sondern MDMA. Genau. Du weißt schon, Schreibfehler. Tim wohl sofort zusammen. Das ist Sam aus dem. Also warte, das ist so ein Crossover. Der Harry, ist der aus Harry Potter? Oder Harry Mason, da bin ich mir noch nicht sicher. Er hat ja keine Tochter. Oder Harry Mace, der aus den Werbungen, ja. Ja. Und Oxyclean? Sam ist der mit Frodo und Pippin. Ja, oder der aus Clarissa. Ja. Du verarschst mich auch bestimmt nicht und Harry kommt gleich auch nicht aus irgendeiner Ecke rausgesprungen. Was? Was? Ich kann... Nein. Was? Nein, sagte Tim. Es ist wirklich wahr. Könntest du mir bitte helfen, Harry zu befreien? Was? Was? Hä? Ich verstehe es echt nicht gerade. Was? Er ist bei Sam? Er weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das Erste, was er sagt zu Sam, wenn er durch die Tür geht, ist, du verarscht mich bestimmt auch nicht, Harry. Hä? Oder sagt das Sam? Oder hat er die Namen jetzt vertauscht? Ich check's gerade echt nicht. Ich glaube, ich schaffe das nicht alleine. Samuel fragte, wann musst du dich dem denn stellen? Da hat das komischerweise richtig. Und nicht, wann musst du dich den denn stellen?
Morgen, ich muss da sein, sonst bringt er Harry Harry um. Sag mal, bist du ganz bescheuert? Oder nur ein bisschen. Wieso kommst du jetzt nach mir? Nach mir? Und fragst mich nach Hilfe? Nach Hilfe? Nach Hilfe fragen ist ja gut, aber nach mir. Ja, bittest mich um Hilfe, hätte ich da gesagt, aber okay. Ich wollte erst kein in... Dieses Deutsch, ey. Ich wollte erst kein in Gefahr bringen und ich habe gedacht, du würdest mir sowieso nicht glauben. Ey, die Geschichte. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den dritten Teil. Ey, ich muss sagen, ne? Ja. Wenn ich jetzt Samuel wäre, ne? Samuel. Dann, ja, Samuel, sorry. Wenn ich jetzt gesagt, wenn ich jetzt folgendermaßen hätte ich jetzt geantwortet, ja? Also so. Ja, Harry, ich weiß nicht, also, dass jemand, dein Kumpel, dass jemand, also das Wuffi, Wuffi, also dass der, oh, warte, dass der gekidnappt wurde, das klingt schon echt krass, aber dass du den nicht mit Kampfsport fertig machen kannst, ich meine, einen Wuffi, ja klar, Mann, ey. Natürlich! Ich kann mir keinen gruseligeren Namen wie Wuffi ausdenken. Bello wäre easy Frag, wie man so in CSGO sagt, ne? Hm? Easy Frag, Free Frag oder Free Fab. Das ist irgendwie was anderes. Chatterbait. Okay, Samuel sagte, wieso sollte ich dir das nicht glauben? Sag ich ja. Nee. Falsch, Junge, falsch. Das ist... Lies du vor. Okay. Wieso sollte ich denn das nicht glauben? Du weißt doch, dass ich an so etwas glaube. Und passiert mit mir wohl schon nicht so, selbst wenn du das ja jeden egal sagst. Ah, oh, good shit. War gut? Achso, soll ich noch weitermachen? Natürlich, ey, komm, wenn okay. Du alles vom Sam. Okay, warte. Ah ja, weißt du eigentlich, wie man sich gegen Hunde am besten verteidigen kann? Ich meine, ich hab's im Internet gelesen. Aber ich find's klasse, es wird alles angesprochen, was vor kurzem in der Geschichte erzählt wurde. Ja, es wird irgendwie immer alles zweimal erwähnt, ne? Ich meine, komm, du hast ja gesagt, das ist in der Nähe von Niederlande, da ist ja wohl klar, was die Kollegen konsumieren. Ja. Man kann am besten gegen den Hals treten oder man kann sich mit dem Ellenbogen auf den Rippen setzen. Mit den Ellenbogen auf den Rippen. Eins. Wie spät gehen wir morgen dahin? Fragte Samuel. Aber na, es heißt ja, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, aber der Akkusativ bringt hier in der Geschichte alles um. Ich find irgendwie die Logik bringt hier in der Geschichte alles um, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, ich finde die Logik noch gut. Aber du weißt ja, ne? Wäre ich der Konjunktiv, hätte ich mehr Würde. Bester Spruch aus 17. Ja, am besten so schnell wie möglich. Ich will Harry so schnell wie möglich befreien, deswegen habe ich erst mal eine Woche gewartet. Ding, am nächsten Tag. Jetzt. Am nächsten Tag bei Harry. Wuffi kam in der Fabrik rein. Okay, ja. Karstadt ist eine Fabrik. Und sagte siegessicher. Einen Moment, gut. Thaddeus Voice. Ich werde Jim heute töten und danach bist du dran. Ich werde endlich Rache nehmen. Ey, Wuffi, du bist ja sauer, weil ich dir nicht wirklich Aufmerksamkeit geschenkt habe, oder? Neues Mixtape, Digga. Ich wollte dir nur sagen... Du bist mein Sonnenlicht. Du bist mein Sonnenlicht. Ich wollte dir nur sagen, dass ich seitdem weiß, seitdem auseinandergeschrieben ohne Grund, dass du auch Gefühle hast.
Tu es mir richtig leid, was ich dir angetan habe. Wuffi sagte darauf: Meinst du das wirklich so? Ja, ich meine das so. Wir Und konnten ja wirklich nicht wissen, dass Spielzeuge oder eher gesagt Stofftiere auch Gefühle haben. es tut mir wirklich richtig leid. Jeder. Oh Gott, das ist wie so ein schlechter The Next Time on Walking Dead. Bitte schön. Jeder könnte jetzt denken, dass nur ein Plan von Harry sei. Dass das nur ein Plan von Harry sei. Es war aber kein Plan. Er wusste nicht warum. Aber irgendwie hat er richtig Mitleid mit Buffy, weil er sich gedacht hat, wie würde ich mich wohl fühlen, wenn ich von jedem ignoriert werden würde. Was nicht der Fall ist, weil er mit dem Plüschtierhund ja anscheinend gespielt hat, nachdem Tim weg war, wollte ich nur mal kurz anmerken. Aber ich habe mir das gerade wirklich so vorgestellt, so in einem Warehouse, dass sie sich unterhalten, dann kommt auf einmal so ein Sprecher irgendwie von der Seite. Jeder könnte es jetzt denken. Ich wäre bestimmt auch so komisch drauf und würde die Menschheit hassen, trotzdem kann ich ihn und Tim nicht an ihn trotzdem kann ich ihn, Tim und mich nicht töten lassen. Jetzt macht's Sinn. So wie der Rest der Geschichte. Harry sagte mit trauriger Stimme: Bitte töte Tim und mich nicht. Tim und bitte töte Tim und mich nicht. Wir müssen jetzt aber. Wuffi ist aus dem Raum gegangen und hat gesagt: Mal schauen, was ich mit euch mache. Nach 15 Minuten 15 minutes later. mal wieder rein und sagte: Meinst du das wirklich ernst, dass es dir leid tut und dass du es nicht wusstest? Nein, ich habe es wirklich nicht ernst gemeint. Ich meine gewusst. Ach so, schön, dass du es nochmal gesagt hast zum dritten Mal. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mehr mit dir gespielt. Ey, ohne Scheiß, kannst du dir das vorstellen? 5 Tage lang. Meinst du das wirklich ernst? Ja, wirklich. Meinst du das wirklich ernst? Ja, ehrlich. Ob ich dir das glauben soll, klein geschrieben am Anfang. Ich glaube, das ist nur ein Trick, damit du nicht getötet wirst. Deswegen hat er ja gesagt, töte Tim und mich nicht. Ich finde die Geschichte gut. Also bis jetzt. Ob ich dir das glauben soll? Ich glaube, es ist nur ein Trick, damit du nicht getötet wirst. Hab ich doch schon. Dass ich getötet werde, habe ich schon akzeptiert. Aber du sollst Tim verschonen, weil er das erst recht nicht wusste. Wuffi hat darüber nachgedacht und sagte noch mal, mal gucken, was ich mit euch machen werde. Ich muss euch ja auch irgendwie noch dafür bestrafen. Nach 15 Minuten kann man wieder zurück. Harry sagte auf einmal laut: Bestrafen? Ne, Du bestrafen. hast bestrafen? Du hast Tim und mich schon genug bestraft. Bestraft. Du hast mich entführt, mich geschlagen und mich gefoltert. Wuffy sagte daraufhin: Halt die Schnauze, ich muss nachdenken. Zur gleichen Zeit bei Tim. Tim und Samuel standen sehr früh auf, um ihre Strategie nochmal zu besprechen. 12 Uhr. Echt? Ich. Ey Samuel, wie spät fahren wir denn jetzt los? Wie wäre es mit 13 Uhr? Ich hätte recht. Tim sagte daraufhin: Der F-Word returns. Ja, gute Idee. Wir ficken den Spasti richtig. Sarina-chan. Samuel sagte: Haha, du und jemanden ficken. Okay.
Tim guckte Samuel darauf grimmig an und Samuel sagte daraufhin, ey, war nur ein Spaß. Komm mir nicht so komisch an, wir ficken noch immer. Tim und Samuel überlegten noch ein paar Stunden und auf einmal war schon 12. Noch ein paar Stunden? Was überlegen die denn noch so lange? Meine Fresse, Wenn du bekifft bist. Na gut, okay, ja, stimmt. Dann vergeht die Zeit anders. Sollen wir uns auf den Weg machen? Auf dem Weg? Auf dem Der Typ ist definitiv bekifft. Vielleicht ist Samuel. Ja klar, wir werden denen zeigen, was es bedeutet, sich mit uns anzulegen. Tim und Samuel standen vor dem Karstadt-Gebäude und gingen rein. Punkt. Und jetzt suche ich nach Wuffi oder Wuffi? Wuffi. Wuffi, der Plüsch. Ihr Hund. Teil 2 und Teil 1. Und die wurde sogar vertont schon. Verfilmt, aber ja. Aber Teil 3 finde ich nett. Schade. Da schauen wir übrigens in die Kommentare rein. Unter dem ersten Teil von einem Fandom-Benutzer, also jemand, der sich nicht registriert hat. Ernsthaft? Ich will dich nicht beleidigen, aber es gibt Kritik. Ernsthaft? Also gruselig war sie nicht und ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich sah, dass eine neue CP zu Stofftieren kam, da ich einen Tag vorher überlegte, ob ich mir einen richtigen Channel machen sollte und die erste CP hatte ich schon im Kopf. Egal, das hat nichts zu bedeuten. Schön, dass du es vorher noch erwähnt hast. Aber wenn ich so auf letzte Aktivitäten im Wiki achte, sehe ich alles von dir und alles im selben Zeitraum. Man muss sich für Für Creepypasta mehr Mühe geben. Ich habe bisher nur diese gelesen, doch es kam kein Gruselgefühl auf. Wollte gerade sagen, wenn es kaum gewesen wäre, möchte ich mal wissen, wo welches aufkam. Weshalb es für mich wie eine CP wirkte, nicht wie eine CP wirkte, sondern wie das Skript von Simon Desu, als er das Video mit den angeblichen Geistern im Haus aufnahm. Gib dir bitte mehr Mühe. Also, ich habe jetzt mal nachgeschaut und recherchiert, heißt das Wort. Richtig. Ich weiß jetzt, wer das verfilmt hat oder geschrieben hat. Verfilmt, was? Er hat es schon selbst vertont, der Autor. Er heißt Creeps und Co., heißt der YouTube-Kanal. Und Wuffi, der Plüschtierhund, Teil 2, Creepypasta, Hashtag 6, in Klammern selbst geschrieben. Hashtag 6? Das ist die 6. Folge, die er hochgeladen hat. Achso, ich dachte gerade jetzt ernsthaft, irgendwie Clickbait oder so. Dankeschön. Also, folgende hat er, vor 10 Monaten, Wuffi, der Plüschtierhund, Teil 1. Gestern, Wuffi, der Plüschtierhund, Teil 2. Und Pokémon 666 Einleitung, Creepypasta 3 und Pokémon 666. Haben wir den nicht vertont? Story? Ja. Stummer Schrei, auch eine Creepypasta. Die Pokémon, die keiner haben will, Creepypasta. Lavandier-Syndrom, Creepypasta. Und Tane the Killer. Auch selbst geschrieben. Warte, wir machen jetzt. Warte, Tane. Der Killer, gibt's die noch? Nee, schade. Wie klingt denn die Stimme von dem Typen? Ist er schon im Stimmbruch oder nicht? Ich weiß nicht, also bei dem Wuffi der Plüschtierhund hat er viel mit Stimmverzerrer gearbeitet. Das ist ein schlechtes Zeichen. Aber? Er hat übrigens Pokémon 666 Einleitung als extra Video gemacht. Das dauert nur 52 Sekunden. Und es ist immer ein angenehmes Hintergrundrauschen. Aber ich will ja nichts gegen ihn sagen. Wir haben hier übrigens unter Teil 2 noch einen Kommentar von deiner Favoritin. Oh, Teil 2, warte, ich bin Teil 2. Überlasse ich dir natürlich.
Natürlich, ich hoffe, das ist die schöne. Erstmal Die runterscrollen. Black, ja, die Black Rose 16, ne? 16, fast 18, Mittlerweile warte schon mal. Black Rose 21, hoffentlich. Black Kommt ist da der katholische geboren Priester in der durch? am. Also geboren am 19. Dezember. Ich lebe in einer Welt voller Farben. Das heißt, die ist auch gekauft auf Drogen. Und die ist weiblich. Heißt, ich würde mal sagen, die ist schon total auf Drogen und lebt in Amsterdam. Ich habe mir jetzt, ich habe mir jetzt durchgelesen, weil ich diese Textwand, weil diese Textwand ist einfach erschwert. Bitte achte auf deine Grammatik und deine Rechtschreibung. Du hast sehr oft das Du in einem Satz groß geschrieben, obwohl es in einem Satz klein sein Wir haben sollte. ja mittlerweile gesagt Direkte oder Abrede. festgestellt, dass er adelig ist, von daher macht das schon Sinn. Ja. Außerdem solltest du auch darauf achten, wie du Sätze formulierst. Du Definitiv. hast zum Beispiel mit den Stimmen in Tims Kopf beschrieben, dass Tim den Köter töten soll. Komm, Tim. Tim. Fahre jetzt sofort nach Karstadt und bring Wuffi um. Da die Stimme ihn mit dem Vornamen direkt anspricht, musst du dir bei der zweiten Stimme dabei bleiben und daher schreiben: Der Penner ist ein Hund und hat wahrscheinlich noch einen fucking Dämon in sich. Wenn er will, zerfleischt er dich in tausend Stücke. Bevor du überhaupt in der Nähe von Harry bist, überlege dir lieber eine Strategie, damit du ihn fertig machen Bitte fünf kannst. Tage lang überlegen. Muss also lauten, überlege dir eine Strategie. Oder wenn er will, zerfleischt er dich. Ne? Denk mal drüber Na? nach. Zur Story selbst. Ich fand sie leider nicht sehr gut. Eher fast schon lächerlich. Fast komplett. Ja gut, sie hat auch nicht alles gelesen, von daher. Tut mir leid. Aber das Thema, dass irgendein Plüschtierhund seinen Besitzer angreift und tötet, gab es bereits zur Genüge. Ich erinnere nur an Chucky die Mörderpuppe, wo jetzt der siebte Teil gedreht wird. Mein Tipp: Such dir am besten einen Testleser und überlege dir etwas Einzigartiges, ein besonderes Thema, das es noch nie gab, wie Ja. jemanden, der einen Creepypasta vorliest und dabei getötet wird von der schwarzen Rose oder so. Ja. Hast du irgendwas auf deinem Channel in dem Kontext? Das klingt irgendwie ziemlich präzise. Aber wenn man davon ausgeht, dass der Einzige, der die Pasta vertont hat, der Macher selbst übrigens ist, und es 10 Monate anscheinend gedauert hat, bis er den zweiten Teil dann eben letzten Endes released ist, das lässt ja zumindest darauf hoffen, dass eventuell irgendwann noch Wuffy der Plüschtierhund Teil 3 kommt. Ich kommentiere sein YouTube-Video. Übrigens, Ja. es fehlt zum einen fehlt die Kategorie überraschendes Ende und zum zweiten Schockierendes ist hier noch Ende. Kategorien hinzufügen. zum Schockierendes Ende. einen ist mir aufgefallen, dass hier noch das die Kategorie Dämonen mit dazu kam. Wahrscheinlich wegen dem einen Satz, er hat wahrscheinlich einen fucking Dämon in sich. Großartig. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Im ersten Teil das Wort Digger vorkam. Oder dass im zweiten Teil wirklich dann hier wir ficken den reinkam. Also. Das ist halt, die sind auf unserem Niveau, die Leute, Wir die große ficken den Adlige sind. Spasti richtig. Okay. Ja, das hat sich definitiv gelohnt, das Special, weil das war definitiv Trashy Pasta at its finest, die beiden. Und ich habe jetzt mal den Autoren selbst angeschrieben. Er wird mir Bescheid geben, wenn Teil 3 kommt. Und ich hoffe, es kommt bald. Aber direkt mal bookmarken dann. Screenshotten, Okay. bevor es gelöscht wird. Jetzt also, ich bedanke mich bei euch schönen Zuhörern und Zuhörerinnen. An alle mit dem Namen Black Rose Für 16, am besten schon mal die Tür abschließen. Black Rose 16. Wenn du jemals eine Folge Trashy Pasta angeschaut hast, dann kommentier doch mal bitte mit einem lieben Hallo, Hallo, Ho.
Wenn du Teil werden möchtest, dem würde ich auf jeden Fall auch so viel, sei schon mal gesagt. Und ich halte mich zurück. In der. Natürlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, du hast wahrscheinlich einen fucking Dämon schon in dir mittlerweile. Aber davon abgesehen natürlich, Dankeschön fürs Zuhören, liebe Freunde. Das war Trashy Pasta Folge 22. Wenn ich das Intro mache, dann habt ihr auch die richtige Zahl, logischerweise. Das kleine Special zu Wuffy, der Plüschtierhund. Wie gesagt, ich hoffe, dass auf jeden Fall noch die Conclusion kommt, quasi der Climax mit Teil Nummer 3. Werden wir sehen. Ich warte nur darauf, dass es wirklich das falsche Gebäude ist. Das ist ja somit das Beste eigentlich an dem Ganzen. Ansonsten, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuhören und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Trashy Pasta, den schlechtesten Pasten, die ihr wahrscheinlich jemals serviert bekommen habt. Bei dem selbst Gordon Ramsay sagen würde, it's fucking raw. Raw.